25. 1944 waren in Auschwitz noch ca. 3000 Angehörige unserer Minderheit. Das waren überwiegend ältere Menschen, Frauen und Kinder. Eichmann organisierte in Ungarn bereits die Transporte für Juden nach Auschwitz. Man brauchte den Lagerabschnitt B2E. Das war der Abschnitt, in dem damals Sinti hin deportiert worden sind. Und in der Nacht vom 1. auf den 2. August gab es den Befehl, diese ca. 3000 Menschen zu liquidieren. Das heißt, sie wurden geschlossen ins Gas getrieben. Aus diesem Grund heraus wurde der 2. August für unsere Minderheit in den NS-besetzten Ländern zum Gedenktag an das Verbrechen des Holocaust an 500.000 Sinti und Roma in Europa. Sinti und Roma waren integriert wie Juden. Sie waren Arbeiter, Angestellte, Akademiker und Künstler. Sie waren Soldaten im Ersten Weltkrieg. Nach der Definition der Nazis war selbst ein Achtel Zigeuner. Das hieß, wenn unter 8 Großeltern teilen, einer dabei war, galt er für die nationalsozialistischen Rassenideologen als rassisch minderwertig. Diese Erfahrung unserer Geschichte, die müssen wir ganz einfach wachhalten, weil sie war ein Bruch in unserer 600-jährigen Geschichte in unseren Heimatländern für die Deutschen, Sinti und Roma in Deutschland, dass sie von den Nationalsozialisten rechtlos gemacht worden sind, deportiert wurden und dann in Vernichtungslagern oder hinter der Ostfront systematisch liquidiert, das heißt ermordet wurden. Sie wissen, das ist wie im Falle der Juden. Einen direkten Befehl würden Sie nicht finden. Aber 1938 hat Himmler angeordnet, die Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Rasse heraus in Angriff zu nehmen. Und mit dem 2. Dezember 1942 wurde angeordnet, alle noch im Reichsgebiet lebenden Zigeuner in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz zu verbringen. Man muss natürlich auch wissen, dass es bereits 1936, sogar 1934, Einweisungen in Konzentrationslager auf deutschem Boden wie Ravensbrück, Bergen-Belsen und so weiter gegeben hat. Die eigentliche Vernichtung fand hinter der Ostfront direkt in den besetzten Ländern statt, indem man dort systematisch die Leute aufsuchte, sie auf Lastwagen verbrachte und dann in abgelegene Orten an Wäldern oder auf Feldern eben mit ausgehobenen Gruben erschossen hat. Der Völkermord wurde durch die Bundesrepublik anerkannt, 1982 völkerrechtlich anerkannt. Man kann heute nicht mehr von einem vergessenen Völkermord sprechen. Die Bundesrepublik hat sich auch mit einem Denkmal in der Mitte Berlins, direkt vor dem Reichstag und dem Brandenburger Tor, auch zu diesem Teil der deutschen Geschichte bekannt. Und darüber hinaus gibt es in vielen Städten und Gemeinden, wo Sinti vor 1933 gelebt hatten, Erinnerungstafeln, Denkmäler, Orte der Erinnerung. Also das Bewusstsein ist schon sehr stark in unserer Gesellschaft verankert. Nur die Wahrnehmung in Bezug auf die Verantwortung ist gesellschaftlich nicht so präsent wie in Bezug auf die Shoah. Man muss sich vor Augen halten, dass die Bundesrepublik Deutschland das Ende des Zweiten Weltkriegs als eine Kapitulation verstanden hat und nicht als eine Befreiung. Erst Richard von Weizsäcker hat 1985 zum ersten Mal
von einer Befreiung gesprochen. Da drin ist die Ursache zu suchen. Sie müssen wissen, 1949, also mit der Gründung der Bundesrepublik, wurde die Shoah, die Verbrechen an den 6 Millionen Juden, anerkannt. Der Antisemitismus wurde geächtet, der eine 2000-jährige Geschichte hat. Und der Antiziganismus, das heißt die Grundlage für all den Hass, für all die Sündenbockfunktion, die wir 600 Jahre in diesem Land zu tragen hatten, auch noch im demokratischen Rechtsstaat, das hat sich ja bis in die Gegenwart hineingezogen. Das lag in diesen Versäumnissen, dass dieser Staat und diese Gesellschaft Antiziganismus toleriert. Ich meine, der Antiziganismus muss geächtet werden wie der Antisemitismus, ist natürlich vollkommen klar. Ich glaube, eine wichtige Aufgabe wird es sein, dass wir die Klischees, die Vorurteile, diesen Rassismus durch ein Gegenbild verändern, reformieren. Es müssen die historischen Bilder mehr in den Vordergrund gestellt werden, wo Sinti und Roma auch in ihrer Geschichte normaler Teil dieser Gesellschaft gewesen sind, in der Kunst, in der Poesie, vor allen Dingen eben in der klassischen Musik. Beethoven, Liszt, Händel, die großen Komponisten haben sich auch auf den Einfluss der Roma-Musik bezogen, auf die bildende Kunst. Wir wollen, dass unsere Leute aus der Anonymität herauskommen, dass sie sich zu ihrer Minderheit bekennen. Kulturelle Identität schließt ja die nationale Identität nicht aus. In erster Linie sind wir Deutsche. Und unsere Identität bezieht sich auf unsere 600-jährige Geschichte und die Leistungen, die wir auch in die Gesellschaft hineingetragen haben und wo wir die Gesellschaft beeinflusst haben.